Okay, man kann also auch von hinten reingehen. Ja. Geschirr in den letzten Wochen abgewaschen. Nick war kürzlich noch hier. Spind. In dem Spind könnte, denke ich mal, was drin sein. Deswegen gucke ich erstmal andere Sachen an hier. Ich will nämlich nicht, dass die Szene dann gleich wieder weitergeht. Jones Zeug. Sie hat ihre alten Spielsachen hier gelassen. Bug never was the social type. Just like me. With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Tja, deswegen finde ich immer noch, dass er halt für sie da sein sollte. Bilder. Untersuchen. Nick mit seinen Jägerfreunden. Hier haben wir überall ein paar so Fotos. Vermutlich von Basswood, von der Mine vielleicht. Weiß nicht, oder vom Bahnhof. Keine Ahnung, vom Tal, das haben wir ja gesehen. Hier haben wir noch Abschlussfoto. Back when Nick and Kathy were college sweethearts. Clearly Bug was there too. Zeichnung. Wir hätten vielleicht doch das sagen sollen mit denen, dass sie irgendwas mit Insekten machen soll. Ah, ich war mir halt nicht sicher irgendwie. Joan always liked bugs. Hätten wir das mal vorher gesehen. Leerer Platz. There used to be a calendar right here. Why'd he take it down? Hm. Das können wir nicht. Doch, das können wir auch noch. We used to talk about how hunting was cruel. How much did you change, Nick? Komisch, komisch, komisch. Irgendwas ist auf jeden Fall passiert mit Nick, als wir nicht mehr da waren. Gut, wir haben hier noch die Angeltasche. Guck ich mir mal an. He always kept his favorite rod in this special ready-to-go bag to protect it. Ja, sieht auch verdächtig aus, als wäre da vielleicht irgendwas drin, aber wir machen sie auf jeden Fall nicht auf. Jagdtrophäe, nichts, was Nick damals getan hätte. Ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Naja. This is where he kept the rods he'd loan out. So what's his favorite rod doing here? He always kept it separate. Hm. Oder die hat jemand dahingehangen im Nachhinein. Spind. Alles, was Nick vor Joan in Sicherheit bringen wollte. Locked. Nick always kept a spare key. It'd be somewhere out of Bug's reach. Mögliches Versteck, ja. Don't see the keys. It was probably too obvious a spot. Ja, stimmt. Sie könnte ja auch hier mit dem Ding da hochsteigen. Gut, gucken wir da oben. Nothing here. Probably too high and hard to get at anyway. Vielleicht hier? No keys. It's also not the best place if you wanted them to stay hidden. Ja, naja, ich weiß auch nicht. Hier bei der Jagdtrophäe haben wir nichts. Okay, mögliches Versteck. Ja, das könnte es sein. Ha. What a fishy hiding spot, Nick. Always did love your clichés. Aber ich muss sagen, es ist ein gutes Versteck. Würde ich jetzt auf die Schnelle erstmal nicht drauf kommen. Gerade wenn es zum Beispiel auch um Einbrecher geht. Ich habe halt irgendwie Angst, dass gleich wieder jemand kommt und uns wieder irgendwie eins drüber haut. Drogen. Okay, Notiz. Was haben wir hier alles? Like many people, Nick kept a few guns, but never at home and always locked up. Warum hat er die Waffen hier? Vielleicht um sich irgendwie zu schützen vor irgendwas? Zeitschriftenartikel. Oh, so. Hallo? Kann ich das angucken? An article by Anna about a place called The Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Was hat das jetzt plötzlich damit zu tun?
Eine kleine Gemeinschaft kümmert sich um jene, die durchs Raster gefallen sind, von Anna Miller. Ich spreche mit Tyler, ein Mann weniger Worte, Mitte 20 und mit jeder Menge Tattoos, über den Ort, an dem er lebt und warum er hier ist. Es ist kalt genug, dass ich bereue, keine zweite Jacke mitgebracht zu haben. Seine Hände zittern, jedoch nicht vor Kälte. Dies ist sein 7. Rückfall. Während seines 2. Rückfalls verlor er seine Freundin, beim 4. seine Familie, beim nächsten versuchte er, das Haus seiner Eltern auszurauben. Aber stattdessen schlug sein Vater ihn fast tot. Kann ich hier runter scrollen? Ach, hallo? Mal gucken. Ach so, ging das. Es ist nicht so, dass ich ihnen wehtun wollte. Ich brauchte einfach nur Geld und es ging mir so schlecht, dass ich dachte, dass ich sterben muss. Das Haus meiner Eltern war der einzige Ort, von dem ich wusste, dass es da Zeug gab, das ich verkaufen könnte. Dad hat mich erwischt. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, aber er hat mir in den Arsch getreten. Hat mich mit einer Lampe verprügelt. Ich kann sie mir nicht verdenken. Ich habe mich nicht gewehrt. Ich habe mich zu sehr geschämt. Jemand musste mir in den Arsch treten. Jemand muss mir immer noch in den Arsch treten. Lynette Branham, 52, mit ergrauendem Haar, sieht ihn voller Mitgefühl an. Lynette ist es, der das Land gehört und sie legt die Regeln fest. Wenn es darum geht zu entscheiden, wer gehen muss und wer bleibt, ist sie Richterin, Geschworene und Henkerin in einem. Dieser Ort heißt die Bucht. Als die Mine im Ort stillgelegt wurde, verloren eine Menge Leute ihre Arbeit. Und einige von ihnen hatten keinen Ort, an den sie gehen konnten. Drogen und Kriminalität stürzten sie in jene Muster, denen verzweifelte Menschen oftmals anheimfallen. Und Lynette erwischte einige, die auf ihrem Grund und Boden zelteten. Sie erlaubte ihnen zu bleiben, solange sie die Regeln befolgten. Kein Diebstahl und keine Gewalt. Obwohl sie im Laufe der Jahre recht viele Leute rauswerfen musste, ist das nicht immer von Dauer. Tatsächlich hat sie gerade einen von ihnen wieder aufgenommen. Er möchte nicht namentlich genannt werden, aber er hat eine Menge mit Tyler gemeinsam. Ein schlechtes Verhältnis zu seiner Familie, eine Mutter mit eigenen Drogenproblemen und eine Vergangenheit voller Gewaltverbrechen. Dieser junge Mann erzählte mir, weshalb er zurückgekommen ist. Ich kann es da draußen nicht schaffen. Jeder haut mich übers Ohr und ich versuche nur, mich nicht selber übers Ohr zu hauen. Er hat Schwierigkeiten, still zu sitzen und droht, jeden Augenblick vorn überzukippen. Gleichzeitig hat er eine bestehende Tiefgründigkeit an sich. Ich war mal ein halbes Jahr lang trocken. Kann mich nicht erinnern, wann ich das erste Mal getrunken habe. Bin in Mars Schnapstrank eingebrochen, als ich 5 war. Achso, Ma, also Mutters. Einige Leute sehen diesen Ort und denken sofort an das alte Klischee von den Aussteigern in den Bergen. Aber das ist es nicht, worum es bei diesem Ort geht. Dies ist eine Gemeinschaft. Sie alle treiben dahin, verloren im Fluss des Lebens, ohne einen anderen Ort der Zuflucht, aber mit dem Verlangen, es besser zu machen. Lynette schüttelte den Kopf, während er zum Ende kommt. Sie lässt mich bleiben, sagt er. Ich frage ihn, woher er das weiß. Wenn nicht, wäre sie geradewegs zu mir gekommen und hätte mir gesagt, dass ich verschwinden soll, antwortete er. Es ist wahr, Lynette lässt ihn bleiben, solange er verspricht, es nochmal zu versuchen. Sie hat viel Geduld. Die braucht man auch, sagt sie, nachdem der junge Mann sich hingelegt hat. Jeder wird auf seine eigene Weise mit Schmerz fertig. Der Weg, der letztendlich dazu führt, Fehler zu machen, kommt in vielerlei Formen und einige davon sind fast unsichtbar. Sei denn, man sucht danach. Wir alle straucheln hin und wieder. Die meisten Menschen brauchen ein paar Versuche, bis sie nach einem Rückschlag wieder aufstehen können. Und wenn niemand da ist, der ihnen hilft, dann fallen sie einfach wieder hin. Die Bucht gibt mir Hoffnung. Irgendwie bin ich gerade verwirrt. Was hat jetzt diese Bucht mit dem Ganzen zu tun? Sind das die... Hat das jetzt was mit dem hier zu tun? Oder ist das wieder nur eine falsche Fährte? Nick was trying to find ways to get Joan in college. It's gotten so expensive. Okay, dann haben wir hier noch Drogen. Also, sieht eher aus wie Medikamente. A prescription for opioids with Kathy's name on it? Okay, das sind ja dann doch schon eher Drogen. These are pretty heavy-duty painkillers. Very addictive. Joan wasn't just acting up. Kathy has a problem. Ach so, das meinte Joan, dass sie immer weggetreten ist, dann. Dann schmeißt sie sich anscheinend ihre Schmerzmittel ein und ist dann nicht mehr da. Hier ist der Kalender. Oh, der ist bestimmt wichtig. Und noch eine Notiz. Okay, zuerst Notiz, dann Kalender. Sieht aus wie ein Code oder so.
Looks like some kind of reminder Nick left for himself. A reminder of what? Gelb, rot, grün, blau. Caterpillar. Denk dran, Raupe. Okay. Gerade keine Ahnung. Vielleicht brauchen wir später noch für irgendwas. Wir haben hier noch den Kalender, ja. Kalender. Betracht. It has to be the same D he was talking to in his emails. D wants to talk, steht da. Am 2. April. Wir sind ja immer noch im April. Alright. I think I went through everything here. Ich hab da gar nichts jetzt irgendwie großartig mitbekommen. Gefundene Hinweise. Also, für mich ist da irgendwie gefühlt jetzt nichts aufschlussreich gewesen, aber gucken wir mal. Zeitschriftenartikel. Ja, kann ich die jetzt alle nur nehmen und nochmal betrachten? Hä? If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Aber das haben wir uns doch alles schon rausgesucht. If D met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. Ach so. Okay. Also wenn wir auf Lesen drücken, kommt nichts, aber bei Betrachten schon. Da ist ein schöner Kaffeefleck drauf. An article by Anna about a place called the Cove. Seems it's kind of a commune for outcasts just outside of Basswood. Ja, das haben wir ja eigentlich schon gehört. Ja, und jetzt? Was bringen uns jetzt diese Hinweise? Hä? Ah, können wir jetzt auch plötzlich untersuchen? Hallo? Hallo? Jetzt geht er einfach, so. Nick, what were you hiding in this bag that's so important you had it locked up? Okay, also wir können die uns jetzt auch noch angucken. Aufsperren. Ah, nach oben, nach rechts? Ja, weiß ich nicht. Wie kann ich hier wieder raus? Huch, nee, so nicht. Ja, weiß ich nicht. Ich mache einfach irgendwas gerade, ne? Also. Wrong combination. Knowing Nick, maybe he left a hint lying around the shack. Ja, vermutlich das Ding hier. Ah, Caterpillar. Also Raupe. Raupe. Ja. If Nick kept this, it means it's important. Just have to figure out why. Wir haben hier ja schon so ein bisschen nach oben, nach unten, aber ich weiß nicht, was dieses Raupe bedeuten soll. Das vielleicht irgendwie. Hä? Shit, das kann doch jetzt nur schrecklich werden. Da haben wir ja auch nichts großartig. If D met Nick on the day he died, he could be the last person who saw him alive. Angeltasche. I just gotta figure out the connection between Nick's note and this lock. Ja, ich verstehe hier schon die Connection, aber ich verstehe nicht, wie man es aufkriegt. Guck hier noch mal kurz ein bisschen rum. Hier im Spind ist ja nichts mehr, glaube ich. Nee, das hatten wir alles schon angeguckt. Ich meine, nicht, dass jetzt irgendwas Neues hier noch ist. Manchmal können wir plötzlich irgendwas Neues angucken. Wachstumskerben. Die Entwicklung der Joan Waldron Stück für Stück.
Man, bugs certainly grew up faster than I realized. Joanne's Zeug. Bug never was the social type. Just like me. Gut, aber ich weiß auch nicht, ob uns das... With Nick gone, I guess we both lost our best friend. Ich kann das irgendwie immer nicht abbrechen, wenn die reden. War hier draußen irgendwas? Nee, hatten wir auch nichts, bis auf diesen Messstab da und... Ja. So. Bilder. Raupe. Da haben wir eine Raupe mit Kreisen. Wir haben rot, gelb, blau, rot, gelb. Nee, rot, grün, blau, rot, gelb. Okay. Ich muss mir hier mal kurz was raussuchen. Huch. Ah, ein bisschen Chaos hier machen. Um mal das kurz hier aufzuschreiben. Weil ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt merken kann. Also, so. Rot, grün, blau, rot, gelb. Rot, grün, blau, rot, gelb. Okay. Boah, das war jetzt aber auch nur Zufall, dass ich da nochmal hingeguckt habe. So. Hier können wir uns das nochmal angucken. Also, wir haben rot. Das heißt nach rechts. Dann haben wir grün nach unten. Dann blau ist nach links. Rot ist wieder nach rechts. Und gelb nach oben. Okay, mal gucken, ob das stimmt jetzt. Aufsperren. Also, rechts, unten, links, rechts, oben. Let's see what we have here. Hat geklappt. Gut, einmal Bargeld. That's a lot of cash. More than Nick could make in a decade. Vielleicht wollte er abhauen? Oder er hat von irgendjemandem Geld bekommen? Drogenprobe. Opioids. From D? Nick, were you looking into drug trafficking? Oder er hat wegen den Opioiden, die seine Frau nimmt, irgendwas recherchiert, weil es der Frau so schlecht geht oder so und hat dann irgendwie geguckt, was da drin ist und hat sich dann mit der Pharmazie oder wo wir wieder bei Pharmazie wären, wo wir wieder bei unserem komischen Hugh wären. Nee, ich weiß es nicht, ob er sich da irgendwie mit der Medikamentenindustrie oder wie die auch immer heißen, angelegt hat. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin voll neugierig. Nick was gathering at the Cove. And that's how he found his informant, Dee. It's the person he met the night he died. I just need to figure out who it is. Was haben denn die Drogen und die Drogen seiner Frau und die Buch jetzt damit alles zu tun? Richard Steinfeld oder Steinfield vermutlich. Richard, Anfang 30, rastlose Augen, sogar nüchtern, angespannt und offensichtlich in der Bucht nicht gern gesehen, wollte in Annas Artikel nicht namentlich genannt werden, wegen seines Vaters, der eine Lieferfirma leitet. Okay. Klüger als er aussieht oder so dumm wie er sich gibt, immer noch schwer zu sagen. Beides. 27.01. Noch süchtig? Ja. Wer ist Dealer? Tyler, Lynette, JR, Kayla, Dickie? Richard ist Dickie, es ist ein Spitzname. Dickie? D? Dickie hat Tyler Drogen verkauft. Herausfinden, wer ihm das Zeug beschafft hat. Ich erinnere mich gerade daran, dass als wir in die Apotheke reingegangen sind,
kam uns jemand entgegen, der ihm verdächtig ähnlich aussah und der so gesagt hat, so aus dem Weg. Wo wir dann gesagt haben, nö. Und wenn er eventuell die ist, also Dickie, und er verkauft die Drogen und er war in der Apotheke, hat er dann die Drogen von Hugh oder von Katie, die Mutter von Joanne, ich weiß nicht mehr jetzt. Hier steht auch was mit Dickie. Das ist Tyler auf jeden Fall. Tyler Gilliam, Mitte 20, betrachtet sich als Beschützer der Bucht, stellt sich schützend vor Lynette. 27.01. Tylers Interview mit Anna war herzzerreißend. Ihm ging's mies, so mies, dass ich ehrlich erstaunt war, dass er bei meinem nächsten Besuch in der Bucht noch lebte. War das der mit den 7 Rückfällen? Er wäre sicher nicht das erste Mitglied der Gruppe, der mitten in der Nacht eine Überdosis Sehr aggressiv, hat einen Großteil seines Lebens hinter Gittern verbracht. Meist wegen Körperverletzung. Nicht zum Feind machen. Clean seit dem Interview. Woher hat er seine Drogen bekommen? Dickie fragt andauernd nach Anna. Koch gerne. Where did he get his drugs? Someone else in the cove gave them to him. Das ist durchgestrichen und da steht Dickie. Okay. Aber wieso sollten wir uns mit dem Dealer treffen? Ah, wir haben da From D. Wir haben ja auch die Drogen von ihm. J.R. von Anna Interview taucht aber nicht im Artikel auf. Ende 30, nicht sehr zugänglich. Ehemaliger Bergarbeiter. 27.01. J.R. hat auf der Straße gelebt, wann immer er konnte, als Handwerker gearbeitet und wurde, als es ihn nach Bathwood verschlug, Bergmann. Nach der Stilllegung der Mine wurde er wegen Drogenbesitzes verhaftet. Jetzt, da er draußen ist, lebt er in der Bucht. Kann nirgends anders hin. Bleibt für sich, versucht clean zu werden, aber ist ein andauernder Prozess. Aus dem mittleren Westen, Michigan, hat angefangen zu rauchen, versucht schlechte Angewohnheiten durch weniger schlechte zu ersetzen. Hat nicht funktioniert. J.R. Justin Reynolds sammelt Radkappen. Hat eine Winchester in seinem Truck, hat lange in seinem Truck gewohnt. Dreht seine Zigaretten selbst, hat mir gezeigt, wie es geht. Nimmt gelegentlich Drogen, liebt Tarnklamotten. Naja, also, im Endeffekt ist es klar, oder? Das ist Dickie. Also, die mit den Drogen. Richard, a.k.a. Dickie, a.k.a. D. Looks like I found who I was looking for. Na, kommt da wieder. So that's what it was. Nick suspected a drug ring flourished here in Basswood after the mine closed. He had an informant, Dickie. Probably a low-level drug dealer, and he also had a lot of cash on hand. More than a reporter should. Dickie set up a meeting with Nick, and now Nick's dead. Dickie may be the only person who knows what really happened. I need to find him. He lives at this place, The Cove. Or he did. Anna wrote that article on it. She has to know where it is. Ich muss mal ganz kurz hier so kurz was dazu sagen. Ich glaube nicht, dass Dickie der Mörder ist, weil er ist halt der Kleinkriminelle, der nur die Drogen verkauft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sowas organisiert oder einfach dann so, ja, so mehrere Leute da irgendwie verfolgt, tötet. Vor allem das mit dem Autounfall war ja schon sehr inszeniert und ich weiß nicht, so ein Kleinkrimineller würde vielleicht einfach nur abschlachten und, oder halt nicht abschlachten, aber vielleicht einfach nur stumpf jemanden töten, aber nicht so, nicht das noch so versuchen, so doch ganz clever zu verstecken. Also glaube ich schon, dass eventuell jemand anderes dahinter steckt. Bess ist endlich weg. Hast du etwas am Angelplatz herausgefunden? Hat uns Anna geschickt. Ja, weißt du, wo die Bucht ist? Anna, das ist eine kleine Kommune am Stadtrand. Die mögen keine Leute, die sie nicht kennen. Ich bin bald da oder gehen wir? Gehen wir ist ja auch keine richtige Antwort, aber ich würde sagen, gehen wir, oder? Du musst mich dorthin bringen. Gehen wir dorthin, schreibt Anna.
Ja, es ist, glaube ich, besser, mit Anna dahin zu gehen, weil sie kennt die Leute. Und Fremde mögen die ja nicht. Das war jetzt irgendwie trotzdem zu ruhig.